Hallo und herzlich willkommen bei Jazzmania. Ihr habt jetzt wieder eine Weile nichts von mir gehört, weil ich ehrlich gesagt keinen Bock hatte, bei 40 Grad plus mich hier hinzusetzen und irgendwas zu erzählen. Heute möchte ich ein Video drüber machen, über Teenies früher gegen heute. Vorweg früher, also ich setze mich jetzt hier hin und sage, oh früher, oh 50 Jahre her. Ich meine, ich war vor 10, 11, 12 Jahren auch, so 12, 13. Deswegen solltet ihr da auch alle verstehen, dass ich das jetzt gar nicht so ernst meine und für die, die es irgendwie nicht verkrafte, weil ich so schlimme Sachen sage, die sollten am besten sofort wegschalten. Also ich habe euch vorgewarnt. So, und zwar möchte ich einfach mal ein paar Dinge nennen, wie ich die Sache so beobachte in letzter Zeit. Ich finde einfach, es hat sich verändert, wenn ich eben darüber nachdenke, wie ich mich verhalten habe und was meine Interessen waren und wie das von den Teenies eben in der heutigen Zeit ist. Hey, du glaubst nicht, gerade eben, da war so eine alte Frau, die wollte mir was sagen, gell? Die wollte mir was sagen. Die hat mich noch gefragt, hast du keinen Respekt vor mir oder was? Kein Respekt mehr vor ältere Leute. Ich so, was, warum vor ältere Leute? Die hat doch auch keinen Respekt vor mir, oder? Das glaubst du jetzt nicht, ey. Tch, so was von respektlos. Ja, also, ich finde einfach, dass die Jugend heute etwas respektloser geworden ist. Ich habe mich zum Beispiel früher nie getraut, zu einem Älteren irgendwie was in Richtung Beleidigung zu sagen oder dem auch groß zu widersprechen. Ich habe einfach Respekt vor den Leuten gehabt. Und ich finde, es ist heute einfach ziemlich verloren gegangen. Ja, das Thema Höflichkeit ist auch ziemlich in den Bach untergegangen. Und zwar habe ich eben gelernt, die vier kostenlosen Wörter, die man sagen kann und die auch ziemlich höflich sind, sind Hallo, Tschüss, also zur Begrüßung, und Bitte und Danke. Und gerade das Bitte und Danke, das hört man fast gar nicht mehr. Schon bei den kleinen Kindern fängt es an, wenn die was kriegen. Die sagen nicht Danke und die Eltern sagen auch nimmer, was sagt man? Also so kenne ich das noch. Hallo! Oh Gott, wer ist das? Kenn ich die? Ich kenne die gar nicht. Die hat mich bestimmt verwechselt. Was will die von mir? Hä? Wieso sagt die Hallo? Die ist bestimmt irgend so eine Verrückte. Ich finde es halt ziemlich amüsant, weil ich eigentlich jeden, der an mir vorbeiläuft, grüße und so Hallo. Und die machen dann wirklich so. Das ist so witzig. Ja, Thema Handy. Ich glaube, das ist schon ziemlich bekannt, dass die Teenies eben einfach nur an ihrem Handy rumhängen. Und das sind auch Leute in meinem Alter und das sind auch Leute, die noch älter sind als ich. Die sitzen da ja, und kriegen von ihrer Welt gar nichts mehr mit oder keine Ahnung. Da haben irgendwie keine bessere Freizeitbeschäftigung. Das finde ich wirklich schlimm. Wenn man sich überlegt, früher hat man halt miteinander gesprochen und jetzt schreibt man sich vielleicht eine Stunde über WhatsApp Sachen, die man in einer Minute am Telefon oder wenn man sich trifft, klären kann. Ja, aber das Thema, das wurde schon so oft durchgequatscht. Ja, da braucht man gar nichts mehr groß zu sagen. Du hast Hausarrest. Was? Hausarrest? Oh bitte Mama, nee, ich wollte mich heute mit der Samira treffen. Ich kann heute nicht zu Hause bleiben, bitte, ich will raus. Das mit der Freizeitbeschäftigung finde ich auch der Oberhammer, weil als ich eben Bockmisch gebaut habe und dann habe ich Hausarrest bekommen und das ist für mich das absolut Schlimmste auf der ganzen Welt gewesen, wenn ich nicht raus durfte und spiele. Ich konnte noch mit Stöppel und Steiner spielen und die meisten können sich damit immer nimmer beschäftigen. Ja, das war für mich echt das Schlimmste. Heutzutage, wenn man den Leuten Hausarrest gibt, das sieht doch die nicht. Die gehen dann ans Internet oder was weiß ich, mit ihrem Handy, keine Ahnung. Ja, für die ist halt der Horror-Hausarrest eher Internetverbot. Ja, und da muss ich euch auch eine Story erzählen. Da war ich vor einem halben Jahr bei McDonald's, kam da rein, da war eine Gruppe von 15 Leuten an einem riesen runden Tisch gesessen und keiner hat auch nur ein Wort miteinander geredet, die ganzen 20 Minuten lang bestimmt, wo ich dort war und gegessen habe.
Die haben nichts miteinander geredet. Nichts. Alles so. Wie traurig ist denn das? Stellt euch mal vor, früher sah das so aus. Ja, und dann kam die zu mir und hat mir das erzählt und ich habe gedacht, was? Nee, kann nicht sein. Glaub mir doch, ehrlich. Gestern habe ich sie gesehen. Gestern. Doch, fragst du wirklich? Doch, doch, ehrlich, ja. Jetzt stellt euch mal vor, das sieht so aus. Und dann habe ich die gestern gesehen und dann hat die mir das erzählt. Und, hallo? Hörst du mir zu? Ich habe die gestern gesehen, die hat es mir gestern erzählt. Frag sie doch. Hallo? Ich rede mit dir. Dann das mit der Bildung, das ist auch so eine Sache. Ich meine, Hauptsache jeder kennt YOLO oder was weiß ich, was es da alles gibt. Und dann fragen die Ärzte, was ist Kohlrabi? Was? Oh Gott. Abschließend möchte ich noch sagen, dass ich klar weiß, dass sich die Zeit einfach verändert und das mit der Technik, die hat sich jetzt auch so entwickelt, da gibt es eben bessere Handys. Und ja, ich hatte mit 12 mein erstes Totschlag-Handy so groß, mit so einer Antenne dran. Und jetzt hat wohl jeder 10- oder 8-Jährige ein Handy. Ist ja auch okay, an sich befürworte ich das wirklich, weil wenn was passiert, ist man immer erreichbar. Jetzt so wie bei mir das da war, wenn ich ein Problem schon hatte, dann, ich habe nur noch 19 Cent. Also es hat auch seine Vorteile. Und ja, aber ich will noch sagen, mir ist eben bewusst, dass die Zeit sich verändert und die Jugend sich auch verändert. Also ich will jetzt gar nicht so über euch ablästern, wollte es jetzt einfach nur mal vergleichen, wie ich das sehe. Und natürlich möchte ich auch wieder eure Meinung dazu wissen. Ja, ich hoffe, ihr seid mir und dem Knuffi nicht allzu böse, dass ich da jetzt so Sachen gesagt habe. Aber ich denke einfach, dass sich die Höflichkeit und der Respekt und die Freizeitbeschäftigung in den letzten Jahren verändert hat. Das ist einfach meine Beobachtung. Und ich meine es auch gar nicht böse, sondern es sollte einfach nur ein Unterhaltungsvideo sein. So wie die ganze YouTube-Welt. Also nehmt es nicht so ernst, okay? Danke. Außerdem trifft es gar nicht auf jeden Einzelnen zu. Man kann nicht alle in eine Schublade stecken, okay? Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben und lasst mir ein Abo da. Bis dann, eure Jess. Da muss ich auch Teenies gegen, heute möchte ich ein Video darüber machen, Teenies heute gegen frühe Child. Hallo. Mit der Höflichkeit, ja, also ich denke, die vier Worte, die eigentlich sowas von kostenlos sind, sind Babscht! Bitte! 10 Minuten. Psst, jetzt nicht. Rambo. Bei mir war das gar nicht so früher. Das Licht vergessen. Oh Gott.